Fliesennivellierprodukte. Was gibt's Neues auf dem Markt? Geht es noch schneller, noch einfacher? Wir haben ja schon eigentlich so viele. Nivellier, kurz nochmal gesagt, es geht halt darum, wie man möglichst schnell einfach die Fliesen auf eine Höhe kriegen kann. So, wir haben seit Jahren schon immer wieder ganz viele verschiedene Systeme. Ich will jetzt nicht auf die alle eingehen, also bei denen, da muss man die vorher unter die Fliese machen, Finger, Fliese, und dann Keile oder sowas drücken. Nachteil, man hat hier Bewegung und man muss die Dinge halt zum Teil immer wieder vorher einbauen. Solche gehen zum Teil schon relativ schnell, also auch reinmachen, runter machen, drehen oder dann welche mit, man sollte vielleicht das da unten nehmen, halt auch, Kleber reinlegen, Platten links und rechts dranlegen und dann kann man den hier auf die Höhe bringen, so schnell wie man will und dann runterdrehen. Vorteil bei dem jetzt hier, man hat hier schon eine Platte, die sich nicht bewegt, also es gibt hier somit keine Kratzer. Wie bei Fliesenschlüssel gibt es eh nicht mehr. Dann hatten wir den hier, den fand ich eigentlich schon nicht schlecht, weil den kann man nachträglich in die Fuge reinmachen. Aber da, man sieht es schon ganz hier außen, gibt es wohl wieder etwas Neueres, etwas anderes. So, neu, schneller, effektiver, materialschonender, Fliese nicht verkratzen. Der hier, bloß mit einem Spannteil, dann bewegt sich das Stiftchen da hoch. Wir hatten ja vorher schon diesen roten, manche kennen den vielleicht, konnte man auch in die Fuge, da mit der Nadel in die Fuge reinmachen, rumdrehen, dann war der da verkeilt unter der Platte und dann mit dem schwarzen Stift, eventuell mit einer Zange, also gibt so eine Spezialzange dafür, den weiter drehen. Nachteil, man hat halt hier wieder bei ganz empfindlichen Glasuren, könnte es da verkratzen. Hat der jetzt nicht mehr. Also bei dem hier auch. Ich gehe damit in die Fuge rein, drehe den rum, so verkantet der sich unter die Fliese. Zeig mir an Fliesen. So, Fliesen jetzt von unten, so wie wir es normalerweise sonst nicht sehen. In die Fuge rein, rumdrehen und dann verkantet der sich links und rechts unter die Fliesen und ich kann den anheben. Also die Fliesen auf eine Höhe bringen. So, da ist jetzt mit die Frage. Dieses kleine Hebelchen, kann es da wirklich genügend Kraft aufwenden, dass wir die Platten richtig schön nivellieren können? So, es soll natürlich jetzt auch nicht so sein, dass wenn wir die hier mit dem Teil einspannen und die auf der anderen Seite da mit dem Teil einspannen, dass wir die ganze Fliese kaputt brechen. So, dann schauen wir mal, wie viel Gewicht kann dieser Hebel da hochheben? Ebenwürdigen Gegner mal kurz holen. Nehmen wir mal Weber. Gutes Material. Hier jetzt 2K Entkopplung Dichtmittel. Ist nicht ganz so interessant. Interessant ist hier unsere Sache da. 6 Kilo. Kann dieses kleine Teilchen hier ein 6 Kilo Eimerchen heben? Ja, es ist Abdichtung und Kleber im einen, also man spart damit Arbeitsgänge und es gibt dafür schon Video, weniger Wasseraufnahme, aber es geht ja jetzt um das Teil. Was ist besser? Schafft es das? So, wir haben jetzt eben mit diesem T-Teil hier unten drunter, ich habe jetzt da mal einen Draht gemacht, also kommt in die Fuge normalerweise rein, wird dann umgedreht und jetzt die Platten hochgehoben. Und da hängen wir jetzt mal das Eimerchen dran. So, da schaukeln jetzt 6 Kilo Material plus Volleimergewicht plus Draht an dem Teil. Und hier ist jetzt die Frage, kann durch diesen einfachen Hebel das angehoben werden? Ja, verdammt easy. Also Weber, ich glaube, wir brauchen schwere Geschütze. So, nochmal, ich hoffe, man erkennt da dieses Halteteil. Und wenn ich jetzt hingehe, kann ich den einfach annehmen. Also 6 Kilo ist schon eine Sache.
Jo, das Ganze nicht nur in der Theorie plastisch oder sowas, sondern auch in der Praxis, seht ihr in dem Video, was da nebenbei noch eingeblendet wird. So, wir wollen ja große Platten legen. Also müssen wir für große Platten, für Megaformate, das ist ja dann noch größer, Untergrund eventuell aus vorbereiten. Nivellierausgleichmasse gibt es extra für Megaformate. Für uns interessant, das Säckelchen wiegt 20 Kilo. Kann der Kleine 20 Kilo heben? So, 20 Kilo Säckelchen schwingt er jetzt an der Konstruktion und wir gucken uns an, ob der das heben kann, ob der hochgeht durch Betätigen von diesem kleinen Hebelchen. So, die 20 Kilo sind da. Das wäre dann praktisch genauso, wie man bei uns einbaut. Teil ist erst runter. Ich will mit dem Haken die Fliesen auf eine Höhe bringen und gehe dahin. Schwupp und heben einfach an mit einer Hand. Das ging die Kamera aus. Mann. So, mit einer Hand als Zeichen, dass es kein Fake ist. Der Sack hängt ja noch immer dran. Ja, die Rückseite können wir noch mal lesen. Von dem Materialchen. Was wir sonst noch kennen, ist 25 Kilo Fliesenklebersäckelchen. 25 Kilo. Hängen wir mal den dran, gucken, ob es könnt. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht, weil sonst besteht nachher wirklich die Gefahr, dass wir große Platten brechen, beziehungsweise so große Spannung aufbauen, dass wir da Risse reinkriegen in dem Material, die man erst später sieht. 25 Kilo mit so einem kleinen Hebel und bei der Konstruktion, gucken wir mal. Ja, 25 Kilo, hier jetzt Universalkleber hängen an dem Teilchen und kann man den hochbewegen, muss ich auf dem Stativ steuern. So, der schaukelt da noch. So, was er ganz unten, man sieht es ja auch an der Schraube, da, weil die wird jetzt, weil es hier nicht absolut rund ist, angehoben und somit das Teil hier unten auch angehoben. Ja, aber es geht noch. Runter, runter. Hoch. Da dann noch hoch. So, also überraschenderweise kann so ein kleines Dingchen, ihr habt es ja in der Praxis gesehen, das halt anheben. Fuge habe ich ja breiter gemacht, damit es mit dem Draht oder sowas so passt. So ein kleines Ding, so Riesenleistung. Neuheit, also es kam jetzt raus, 2022, 2023 wird das wohl mit so sein. Vorteil finde ich halt noch immer mit schön, man kann die Platten vorher hinlegen, man macht das Teil in die Fuge rein, dreht es rum, macht die auf eine Höhe und kann die dann später wieder genauso rausnehmen. Man hat kein Abfall, keine Laschen, die man kaputt macht oder wenn man davon dann sagt, okay, ich brauche zwei, drei mehr oder sowas bei den großen Platten, bei den Megaformaten, da kann man die später setzen. Stelle ich fest, ich brauche gar keine. Nehme ich die halt einfach nicht. Brauche ich da nicht. Wobei es gezeigt hat, sicherheitshalber macht man es da noch rein. Was kann jetzt passieren? Man sieht hier Schräubchen. Wenn das Teil doch mal irgendwann kaputt geht, sei es jetzt im Kleber zu sehr drin und dann zwei, drei Tage drin, man kriegt es aus dem Kleber nicht mehr raus. Es hat sich aber eigentlich gezeigt, dass wenn man die im Kleber reinmacht, das Vorteil ist, wenn man das einmal rundherum dreht, wie so ein Hubschrauber und damit den Kleber wegmacht, dann kriegt man den auch relativ später ganz gut raus. Die Teile gibt es zum Nachkaufen. Glaubt mir, einzelne Stege. Einzigster Nachteil, als sie mir die geliefert wurden, die Löcher passen nicht mit den Schrauben da überein. Der Verkäufer will mir neue schicken. Ich hoffe, die kommen.
Was gibt es sonst noch zu sagen zu den Teilen? Eigentlich nicht viel. Es ist kein Werbevideo, deswegen gibt es keinen Link dazu. Guckt nach bei AliExpress oder sowas. Daher habe ich die Dinger her. Kann man gleich noch mit Fugenkreuze bestellen. Die eine Seite hat, keine Ahnung, 3 mm, die andere 2, nee, ich glaube 3 und 4. Guckt in der Beschreibung nach. Beschreibung zu dem Teil. Passt ab Fliesengröße von 8 mm, wo es das anhebt. Ist es dünner wie 8 mm, macht halt hier noch einen Bierdeckel oder irgendwas drunter, dass es da weiter runterkommt. Von 8 bis 12 mm geht das Teil. Also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil es gibt keine Bewegung dann hier draus. Das ist wahnsinnig schnell gespannt. Die Fliesen somit wahnsinnig schnell auf eine Höhe gebracht. Klar, man braucht halt ein, zwei Beutelchen pro Tag. Aber man kriegt sie wieder raus. Es ist kein Abfall. Und das ist so meine Fliesenneuheit an Nivellierteilen, die ich ja 2022 bis jetzt gesehen habe und gar nicht mal schlecht finde für den Preis. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Weber, ja, gute Produkte, mussten mal dagegen antreten. Ich glaube, das sind zwei gute Sachen zusammen. Wenn ihr weitere Infos wollt, dann mit dem Kleber und Abdichtungssachen ein oder sowas, fragt euren Anwendungstechniker. Da saß ich mit dem Anwendungstechniker, da habe ich gesagt, ich mache das Video. Und dann hat er gesagt, was? Mal überlegen, wie kann man das zeigen mit der Kraft hin und her. Dann haben wir gesagt, was? Wir nehmen Material. Das war halt der Weber-Typ. Dann hat er gesagt, okay, komm, stellt er mir da zur Verfügung. Deswegen kamen diese Sachen da und diese 6 Kilo bzw. 5 Kilo Fugenwasser wollte ich eigentlich erst haben, hat aber nicht gehabt. Diese 6 Kilo da von diesem Spezialkleber und Abdichtung in einem, also man spart Zeit, man spart Arbeitsgang. Gibt es auch noch eine spezielle Zahnung für, habe ich da vorne liegen, hol ich mal. So, Zahnung geholt, die hat hier nochmal angeschweißte Höhenpunkte, dass da die Mindeststärke von dem Kleber, von der Abdichtung eigentlich gewährleistet ist, das soll dann zulaufen und somit ein Arbeitsgang oder so weniger und schneller das Teil. Ich habe Versuche da selber gemacht, guckt im Video nach, hatte, ich glaube es war ein Drittel, bloß ein Drittel von der Wasseraufnahmemenge von dem normalen Dünnbettkleber, also den letzten Sack, den wir da hatten, anderer Hersteller. Und somit hält er im Außenbereich wohl besser. Allerdings konntet ihr euch mit den 6 Kilo, 20 Kilo und 25 Kilo vorstellen, was dieses Teil heben kann, was man mit diesem kleinen Teil ja an Kraft oder sowas hier auf die Platten auswirken kann. Geht noch mehr wollte ich jetzt aber nicht testen. Ich glaube, das reicht. Das war's von mir.